Wir sind im Allgäu, auf der Sennalpe Oberberg. Seit 5 Generationen wird der Berghof von Familie Beck bewirtschaftet. Heute sind Sebastian und seine Frau Mona hier oben die Chefs. Eine große Verantwortung, die die beiden unerwartet früh geerbt haben. Mitte Juli. Die Alpe Oberberg im Allgäu erwacht zum Leben. Jeden Tag pünktlich um 3:45 richtet Hirte Christoph zum Melken an. Kollege Toni macht Holz. Und Senner Sebastian Beck kümmert sich zusammen mit seiner Mutter Gudrun ums Kerngeschäft. Den Käse. Das erste Mal war ich mit 2 Monaten oben. Ja, und seitdem halt jedes Jahr. Jeden Sommer. Wenn ich halt in den Berg unterwegs bin, dann fühle ich mich wohl und dann weiß ich, dass ich da hingehöre. Seit 1875 ist die Alpe im Besitz von Sebastians Familie. Das war der Ur-Ur-Großopa von mir. Er ist wohl von ganz aus nach Bleicher zum Einkaufen gegangen und da zufällig in der Wirtschaft gegangen. Und da hat die Versteigerung stattgefunden von der Alpe und hat angeblich aus Jux und Tollerei ein Gebot abgegeben. Und das ist dann auch tatsächlich geworden. Dann hat er vom Einkaufer einen ganzen Berg mit umgebracht. Wenn auf der Alpe laute Volksmusik ertönt, dann wird gemolken. Jeden Morgen. 35 Kühe verbringen hier oberhalb von Immenstadt ihre Sommerfrische, ehe sie im Herbst zu ihren Besitzern zurückkehren. Wir haben keine eigenen Viecher, keine Landwirtschaft im Tal. Und das funktioniert bei uns so, dass wir die Kühe von verschiedenen Landwirten aus der Region pachtet, machen aus der Milch einen Käse, verkaufen den Käse und leben quasi so von dem. Und wiederum der Landwirt, der müsste mir dann auch Geld für die Milch zahlen. Sebastians Frau Mona und Sohn Seppi sind auch schon wach und backen Kuchen für Wanderer, die später bei ihnen einkehren. Das, was im Hintergrund abläuft und die allerwenigsten Leute sehen, ist das, was für uns die Alpe so unglaublich wertvoll macht, was auch Spaß macht, diesen Tagesrhythmus, den wir haben. Ja, man orientiert sich an der Kuh, am Wetter, am Gras, was wächst. Man lebt mit der Natur und das ist eigentlich das Schöne. Der Tag ist schon 4 Stunden alt und es ist eine Menge geschafft, wenn das Team der Alpe zur ersten Pause zusammenkommt. Nennt sich Frühstück. Neu, das ist mit die einzigste Mahlzeit, wo wirklich alle an den Tisch hocken können, weil jeder Zeit hat. Also, wir richten uns das so eng, dass da jeder Zeit hat. Weil mittags wird es dann schon problematisch mit dem Gästebetrieb. Da müssen wir meistens dann schon in Etappen essen oder schichtweise, wenn es überhaupt was gibt. Nach dem Frühstück sind die Kuchen für heute fertig gebacken. Alle 6 gleichzeitig. Denn an fast jeder Steckdose in der kleinen Küche hängt ein Mini-Ofen. Mona und Sebi haben sich hier oben bewusst für die klassische Rollenverteilung entschieden. Ich bin eigentlich hauptsächlich für den Gastronomiebereich zuständig. Das lässt sich am besten mit den Kindern arrangieren. Also in der Früh Kuchen backen, alles sauber machen, drinnen alles. Die Anschnitte, der Käse, Wurst, Brot, das Gemüse. Genau, hab da natürlich gerade meine Küchenfee dabei, die Anna. Die greift mir da tatkräftig unter die Arme. Genau, und dann untertags natürlich gerne die Gäste bewirten. Mittags was für der Sebi und der Hirte und dass einfach jeder was zum Essen kriegt. Genau, und dann abends wieder sauber machen und für den nächsten Tag wieder alles vorbereiten. Alles, was sie auf der Alpe über den Sommer produzieren, vermarkten sie direkt. Nur Wanderer und Radfahrer, die hierher kommen, können den Alpkäse probieren. Dieser reift im Keller der Sennkuchel bis zu 2 Jahre lang und wird von Sebastians Mutter Gudrun liebevoll per Hand gepflegt. Das muss man mit Herzblut machen, sonst kann man es nicht machen, weil das ist dann doch sehr speziell und auch anstrengend und ja, ist auch nicht immer lustig, wenn man so auf dem Haufen hockt, alle. Nach dem frühen Tod ihres Mannes hat Gudrun die Alpe an ihren Sohn Sebastian übergeben. Durch das, dass
ich eigentlich auch schon dann mein ganzes Leben oder mehr oder weniger da habe und meine ganze Energie da in das reingesteckt habe, freut man sich natürlich schon, wenn es weitergeht. Und der damals 24-Jährige hat keine Sekunde gezögert, die Familientradition fortzuführen. Immerhin, seit fast 150 Jahren machen die Becks hier von März bis September ihren eigenen Käse. Du hast da den Käse umschlagen, den wir heute in der Früh gemacht haben. Der ist jetzt schon seit 4 Stunden in der Käsepresse. Und es ist natürlich so, dass der Tagesablauf jeden Tag gleich ist. Also man macht viel jeden Tag immer dasselbe und darum kommt da auch eine wahnsinnige Routine ins Spiel. In einem Alpsommer geben die Kühe hier etwa 70.000 Liter Milch. Daraus machen die Becks bis zum Ende der Saison ungefähr 7 Tonnen Käse. Bergkäse und Weichkäse. Viel Liebe steckt in jedem der Laibe. Ein ganzes Jahr lang werden sie fast täglich in die Hand genommen. Auf der Alpe Oberberg im Allgäu bekommt die Senner-Familie während der Sommerferien Zuwachs. Sebastians Neffe Hannes hilft als Kleinhirte auf der Alpe mit. Unterstützung bekommt er von Sebis Sohn, dem kleinen Seppi. Gemeinsam kümmern sie sich um das Stallausmisten und Füttern der Schweine. Als wirkliche Arbeit empfinden die beiden das aber nicht. Viel mehr als ein riesiges Abenteuer. Jetzt tue ich gleich sauer mischte, dann Futter, dann gehe ich normal noch auf den Stall und tue die Futter und mischte. Dann bin ich fertig. Ich auch mit Stahl. Fast ohne fremde Hilfe packt auch Seppi schon kräftig mit an. Alles, was er mit seinen 3 Jahren weiß, hat er sich von den Großen abgeschaut. Die Schweine scheinen sich hier oben sauwohl zu fühlen. Als kleine Ferkel im Frühjahr gekauft, werden sie den Sommer über gemästet. Ihr Fleisch ist da längst schon vorbestellt und verkauft. Seppi, Gottes! Seppi und Hannes müssen jetzt aber schauen, dass sie heimkommen. Die nächste Aufgabe wartet schon. Jeden Nachmittag, pünktlich um 4:30, müssen die Kühe zum zweiten Melken in den Stall gebracht werden. Ihre Euter sind jetzt wieder prall gefüllt. Die Herde zusammenzusuchen erledigt Kleinhirte Hannes normalerweise schon ohne Hilfe. Heute will Sebastian aber selbst schauen, ob es den Kühen in seiner Obhut gut geht. Und ob die Bergwiese, auf der sie gerade weiden, noch genügend Gras und frische Kräuter zum Fressen hergibt. Also man ist für die Tiere voll verantwortlich. Ich sehe das auch so, wie wenn die im Sommer mir gehören. Also. Und so muss man das ja, so muss man sich auch um die kümmern. Die Herde ist zusammengetrieben. Vollzählig sind alle 35 Kühe bereit zum Abmarsch. Und Gott sei Dank hat sich auch heute wieder keine verletzt. Auf der Zufahrtsstraße zur Alpe kennen Sebis Schützlinge ihren Weg längst auswendig und trotten gemächlich heim. Für die Hirten ist das Melken tägliche Routine. Außer eine Kuh hätte ein entzündetes Euter oder würde keine Milch geben. Auch für den kleinen Seppi gehört der nachmittägliche Stallgang einfach dazu. Wir sind eigentlich einfach ein großes Team. Ich sag mal, wenn es uns gut geht, dann geht es der Kühe gut. Wenn es der Kühe gut geht, geht es uns gut. Und das ist natürlich das, was wir da immer im Fokus haben.
Also wenn bei der Kuh ein Problem ist, wenn es schlecht Milch gibt oder wenn man die Milch nicht nehmen kann, das ist was, das belastet euch nervlich. Und da ist natürlich dann der Fokus da, dass die ganz schnell wieder gesund wird. Genau, dann geht es auch uns wieder besser. Dann ist einfach, ja, dann läuft's. Hektisch ist der Alltag hier nie, trotz der vielen Arbeit. Nesthäkchen Sophie ist genauso immer und überall dabei, wie ihr großer Bruder Seppi. Und das gefällt nicht nur den Kindern. Der Opa da arbeitet im Kinder, wo man wohnt. Das ist natürlich für mich ein ganz großer Traum, da nur in der Gegend. Es ist natürlich brutal viel Arbeit, das kann man jetzt leugnen. Wenn ich jetzt im Büro hätte, dann hätte ich sehr viel weniger Arbeitsstunden und auch mehr Geld. Aber das ist einfach etwas, was einen erfüllt. Man ist arbeitsglücklich, man ist zwar auch müde, aber man weiß einfach, man hat den ganzen Tag was Sinnvolles gemacht. Man arbeitet direkt für den eigenen Nutzen oder für, man macht Leute auch glücklich. Man kriegt immer mal wieder das Feedback, einfach, es ist schön, der Hobau oder die Brotzeit hat gut geschmeckt, der Kuchen ist super. Und das ist einfach etwas, was einen Ansport, was einen Freude macht und genau, warum man einfach gerne der Hobau ist. Zurück auf der Sennalpe im Oberallgäu, wo sich Sebastian Beck fast jeden Tag eine Stunde Zeit nimmt, Akkordeon zu üben. Erst vor 3 Jahren hat er angefangen zu spielen und führt auch damit eine alte Familientradition fort. Also mein Vater, der hat schon von Kind auf gespielt und war eigentlich schon im Amateurbereich ein sehr guter Harmoniespieler. Und natürlich hat es uns auch alle prägt, weil man hat da schon viele Feste gefeiert, wo er halt musikalisch begleitet hat. Also Musik war mir schon allerdings wichtig. Auch Volksmusik war immer schon ein Teil von meiner musikalischen Lehre. Aber der wirkliche Grund war dann eigentlich, wo mein Vater gestorben ist und das Instrument hinterlang hat, ist es dann ohne Spieler rumgestanden. Und das habe ich dann irgendwann noch mal sehr können. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich das noch mal vernünftig lerne und angreife. Sebastians Vater, der erfahrene Alpinist Klaus Beck, liebte die Berge. Doch diese Liebe wurde ihm zum Verhängnis. Nicht weit von der Alpe geriet er bei einer Skitour in eine Schneelawine und kam ums Leben. Es war nicht der einzige Schicksalsschlag, den die Familie Beck hier oben überwinden musste. Mein Opa, der ist Ende April verunglückt. Mein Vater hat dann auch sehr schnell den Berg übernehmen müssen. Also innerhalb von 3 Wochen. Und war damals auch Anfang 24 Jahre. Und wo er dann sehr verunglückt ist mit der Ski, das war Anfang April und ich war auch 24 Jahre. Sebastian musste von jetzt auf gleich sein ganzes Leben umkrempeln und früh sein Erbe auf der Alpe antreten. Sie aufzugeben kam für ihn nicht in Frage. Es ist natürlich ein gewisser Druck, weil 4 Generationen vor mir haben der Hober ihr ganzes Leben Vollgas gegeben, damit der Berg weitergeführt werden kann. Also ich weiß da auch, wovon ich schwätze. Ich habe meine Lehre als Mechaniker gemacht, war in der Metallindustrie, habe da definitiv mein Geld leichter verdient wie der Hober, habe sehr viel Freizeit gehabt, die ich aber auch wiederum viel der Hober verbraucht habe, aber trotzdem. Und das war einfach sonnenklar, wo mein Vater verunglückt ist, dass ich das da oben wieder mache. Da habe ich auch kein zweites Mal überlegen müssen. Das war einfach so. Und ich könnte nie mehr in der Industrie arbeiten. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn der Wecker mitten in der Nacht klingelt, heißt es für Junghirte Jona aufstehen und loslaufen. Und das jeden Morgen. Denn die Kühe müssen pünktlich um 4:30 im Stall zum Melken bereitstehen. Die Tiere im Stockdunkeln auf der Weide zu finden, ist gar nicht so einfach. Man kann sie vielleicht nicht sehen, dafür aber hören. Kühe sind Herdentiere und da bleibt eigentlich keine Leute zurück. Also die kommen normal alle in der Herde, sage ich mal. Und es hat aber auch schon oft gegeben, dass man welche vergessen hat oder so. Aber
Ja, dann muss man auch mit zurück und sie holen. Gudrun und ihr Sohn Sebastian sind um diese Zeit bereits in der Sennküche. Klar Schiff machen vom Vortag und Platz schaffen für die heutige Produktion. Die Milch im Kessel hat inzwischen die Konsistenz von Pudding angenommen. Mit der Käseharfe wird die dick gelegte Milch zerkleinert. Je feiner, desto mehr Molke setzt sich ab. Und umso härter wird später der Käse. Das weiß man in den Bergen schon seit Jahrhunderten. Bestes Gras mit vielen Kräutern für die Kühe und die Milch, die so entsteht, machen den Käse der Alpe aus. Und natürlich die Erfahrung der Käser. Also ich mache am Tag 2 Laib Bergkäse. Mama macht 12 Laib Weichkäse. Und je nach Milchmenge sind es irgendwo zwischen 50 und 80 Kilogramm am Tag. Seppi, was ist los? Oh je, oh je. Wir machen da eigentlich fast alles mit Molke sauber und es hat den Vorteil, in der Molke sind die Milchsäurebakterien, die man fürs Käse auch braucht, die absolut notwendig sind. Ich verwende es da beim Kessel auch kein Putzmittel, kein Kupferglanz und gar nichts, weil dann hätten wir immer Rückstände wieder in der Milch und zwangsläufig auch im Käse. Die Almwiesen müssen ein- bis zweimal im Jahr gemulcht werden. Nach der Beweidung mit den schweren Kühen sind die Böden stark verdichtet. Durch das Auflockern bleibt die artenreiche Kräutervielfalt erhalten. Sebastian liebt die Natur. Auch wenn sie hier oben in den Bergen manchmal mit voller Wucht zuschlägt. In dem Baum da hat der Blitz nicht geschlagen. Dann hat er brennt. Das wird ein Denkmal, weil so ein Baum, wo der Blitz nicht geschlagen hat, das Holz, das brennt nochmal gescheit. Und zwar habe ich mir erklären lassen, dass bei dem Blitzeinschlag schlagartig so viel Energie in den Baum eintritt, dass da das Holz ausgast. Und das, die Gase, wo da entweichen, die sind ja dafür verantwortlich, dass eigentlich das Holz mal brennt, wenn es warm wird. Es ist Hochsommer im Allgäu. Lange hat es nicht mehr geregnet und die Böden sind ausgetrocknet. Mona und Sebastian haben eine neue Zisterne angelegt. Die Wasserversorgung der Alpe müssen sie regelmäßig kontrollieren. Wasser ist definitiv ganz wichtig, der Hobart. Das ist alles vom Wichtigsten. Ohne Wasser funktioniert gar nichts. Also die Situation, dass es knapp wird, die taucht immer wieder auf. Kommt natürlich stark auf die Witterung drauf an. Momentan haben wir wieder so eine Situation. Das haben wir doch schon länger keine Rehe mehr gehabt. Man muss einfach wahnsinnige Kühe halten. Es muss eben bewusst sein, dass Wasser nicht selbstverständlich ist. Also wenn wir 2 Tage kein Wasser haben, dann können wir unsere 7 Sachen packen mitsamt der Kühe und abmarschieren. Für Mona und Sebi eine große Herausforderung für die Zukunft der Alpe. Also es ist schon so, dass wirklich jede Generation für sich hat eigentlich für den Fortbestand der Alpe gearbeitet. Also das, die Oma vom Sebi war damals mit der Elektrifizierung einfach, dass einfach mal Strom daher kommt. Das war ein großer Grundstein, dass man dann die Hütte auch aufstocken können hat. Gudrun und Klaus haben enormes geleistet, indem sie die Senkkuche gebaut haben, die Straße gebaut haben, also die Investitionen, die sie getätigt haben. Auch den Mut, diese Investitionen wirklich zum Gang und dann wirklich sehr hart dafür geschafft haben, dass sie das dann natürlich auch zurückzahlen können. Das ist natürlich wegweisend gewesen und man will da natürlich jetzt nicht nachstanden. Also es ist wirklich so, dass man am Ende vom Sommer schaut, was ist da und wo investieren wir es am geschicktesten.
Wenn sich im Herbst die ersten Nebelbänke rund um die Alpe Oberberg bilden, herrscht eine mystische, aber auch besonders schöne Stimmung hier oben. Die Kühe scheinen zu spüren, dass ihre Sommerfrische zu Ende geht und sie wieder zurück ins Tal müssen. Morgen schon ist Viehscheid. Mit den Blumen und Gräsern von ihren Bergwiesen binden die Alpler den Schmuck für Vieh und Hirten. Also wir haben da Zilbertistler, dann haben wir eine Schafsgarbe, die Stängelenzian, der blaue, Alpenrose-Stauden, dann haben wir hier die Vogelbeere, ein bisschen Erika und natürlich unser Moos, das Edelweißmoos. Weil keines der ihnen anvertrauten Tiere in diesem Jahr zu Schaden gekommen ist, werden die Kühe feierlich geschmückt. Nach dem Kranz haben wir natürlich noch einen Bauchgurt. Also die Kranzkuh kriegt auch um den Bauch einen Gurt. Und dann kriegt jede Kuh mit Hörnern kriegt ein Hornbüschel oben zwischen die Horn. Und dann werden natürlich die Hürden auch noch geschmückt. Also die Männer kriegen was an Hut und die Damen kriegen was ans Liebler. Genau. Ja, ich bin heute schon den ganzen Tag beschäftigt. So 10 Stunden. Am Abend vor dem Viehscheid sitzen sie ausnahmsweise noch länger zusammen in der Stube. Sebis Freund und Musikerkollege Bernie ist gekommen. Schon seit längerem machen die beiden gemeinsam Musik und haben mittlerweile als Duo auch kleinere Auftritte. Ich spiele schon länger Gitarre, aber ich habe es dann eine Zeit lang aufgehört gehabt. Und dann hat der Sebi mich vor 2 Jahren oder so gefragt, ob wir mal zusammen probieren wollen. Das hat dann recht holprig angefangen, aber es funktioniert einigermaßen. Also wir spielen ab und zu da oben auf der Terrasse und auf Familienfest, aber viel mehr wird es nicht werden. Der nächste Morgen. Nach einer kurzen Nacht suchen die Hirten für jede Kuh die passende geschmiedete Schelle oder gegossene Festtagsglocke aus. Sie soll zum jeweiligen Charakter des Tieres passen. Über den Sommer sind ihnen die vierbeinigen Pensionsgäste ziemlich ans Herz gewachsen. So das richtige komische Gefühl taucht dann erst am nächsten Morgen auf. Wenn man das erste Mal keinen Wecker hört, dann in der Früh aufsteht, dann ist es schon 7 oder 8, nicht 4:30. Und es sind Quarkierter, dann ist der Berg im ersten Moment wie ausgestorben. Also das ist eigentlich erst mal nicht so schön. Und auch das Team putzt sich jetzt heraus für den bevorstehenden Viehscheid. Nach mehr als 3 Monaten auf der Alpe geht es für manche zum ersten Mal wieder heim ins Tal. Seppi wird auch mitkommen. In Tracht, wie es sich gehört. Die Wanderung ins Tal nach Gunzesried dauert von hier aus mit den Tieren etwa 3 Stunden und ist nur bedingt planbar. Es kann viel passieren. Also Mei, da ist überall auch Absturzgelände. Zum anderen kann die Kranzkuh laufen. Sie kann auch einfach blöd werden, dass man sie verhebt. Dann muss man da kurzfristig umdisponieren und vielleicht den anderen nehmen. Also da gibt es ganz viele Eventualitäten, die da passieren können. Noch schnell das obligatorische Abschiedsfoto. Ein letzter Blick zurück. Und dann geht's los. Bis hierhin kennt man den traditionellen Viehscheid. Doch alles, was jetzt folgt, hat mit einem gemütlichen Fußmarsch über gepflegte Wanderwege nicht mehr viel zu tun. Man mag es kaum glauben, aber das Steilgelände haben alle unversehrt überstanden. Die kleine Sophie hat das Abenteuer auch nicht geträumt, sondern eher verschlafen. Auf halber Strecke wird der Kranzkuh jetzt der prächtige Kopfschmuck angelegt. Und als ob es Sebi geahnt hätte, die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen.
Kurzfristig muss umdisponiert und eine Ersatzkranzkuh bestimmt werden. Sie wird die Herde nun die letzten 3 Kilometer nach Gunzesried anführen. Am Wohnhaus der Becks warten bereits die Landwirte, um ihre Tiere wieder in Empfang zu nehmen. Mancher Kuh ist das gar nicht so recht. Aber irgendwann ist jeder Urlaub zu Ende. Und Sibi ist froh, dass alles gut gelaufen ist. Zumindest fast. Hat schon Komplikationen ergeben mit der Kranzkuh leider. Die wollte laufen, überhaupt nicht. Und dann haben wir umdisponieren müssen. Es ist eine andere Kranzkuh geworden. Haben wir zwischendurch dann einmal den Kranz wechseln müssen. Aber wir hätten es noch Gott sei Dank heil hergebracht. Mit auch einer guten Kuh. Und jetzt bin ich unter dem Strich dann doch sehr zufrieden. Aber zwischendurch haben wir schon einen Kampf gehabt. Man hat jetzt den ganzen Sommer mit den Kühen verbracht. Wenn man sich jetzt umschaut, jetzt sind noch ein paar einzelne da. Und jetzt sind sie dann alle weg. Und ab morgen ist dann erstmal so tot am Morgen. Man hört nichts mehr. Der allgemeine Tagesrhythmus fällt. Klar, man freut sich wieder, man kann ausschlafen. Aber es ist schon auch komisch, wenn sie nicht mehr da sind. Und so geht für Sebi und seine Familie die Zeit auf der Alpe zu Ende. Und es wird ruhig am Berg, bis sie nächstes Jahr im März wiederkommen.